Das ist heute eine andere Nummer. Wir spielen gegen echt sehr, sehr gute Gegner. Also wir haben gar nichts zu verlieren heute. Gegen den Oberligisten zu spielen, das passiert halt in der Pokalsaison vielleicht einmal, weil dann ist immer Endstation. Ein Wort, genial. So aus dem Nichts heraus, mit links gesehen, dass der Torwart zu weit vorne war. Wenn das Ding beim Stand von 0-0 passiert, dann wäre hier sogar mehr drin gewesen. Ja, letzte Woche habe ich 3 Tore geschossen. Da war der Gegner aber auch noch nicht so gut wie heute. Bin heute nicht dabei, weil ich erstmal extrem langsam anfangen will. Letzte Woche war mein erstes Pflichtspiel nach einem halben Jahrzehnt, also ist nicht mehr gelogen. Und direkt heute dann, nachdem ich wieder einigermaßen fit bin, gegen den Oberligisten, wo das Tempo ganz anders ist, wo es direkt bestraft wird, wenn ich nicht nach hinten laufe. Und es ist besser für die Mannschaft, dass ich heute nicht spiele. Offensiv mache ich immer meine Aktion, aber defensiv bin ich nicht mehr zu gebrauchen und das brauchen wir heute. Und ich habe Angst, dass ich mich wieder verletze. Also man merkt schon die Blockade im Kopf, aber erstmal langsam anfangen. Wir sind eine Kreisligamannschaft, ich spiele im Pokal gegen 5. Liga, wo viele Jungs, mit denen ich früher zusammengekickt habe, also ich bin nicht, alle denken immer so, ich bin Ex-Profi, da sind auch viele Ex-Profis. Heute muss echt alles klappen, weil es ein guter Gegner, ein eingespielter Gegner, sind natürlich auch taktisch sehr viel weiter als wir. Von daher muss, glaube ich, wirklich alles passen, dass hier irgendwas möglich ist. Wir sind ein! Wir haben ein gutes Niveau, aber es gibt halt gute Landesligamannschaften, gute Berlin-Ligamannschaften und über die anderen Oberliga, Regionalliga will ich gar nicht reden. Also da gehört auch Losglück dazu. Wenn du Pech hast, dann hast du gleich zum Anfang einen guten Gegner und dann ist vorbei. Ach, ich versuche mir nie so viel Kopf zu machen bei einer Spielvorbereitung. Und das Wichtigste ist natürlich voranzugehen für die Mannschaft, weil das ist ein Mannschaftssport. Wir müssen eine gute Teamleistung immer rausbringen und da ist es natürlich wichtig, dass jeder vollen Fokus zeigt und da versuche ich natürlich auch so voranzugehen. Ob ich Tore mache, vorbereite, einleite, irgendwie so muss ich mich ins Spiel einbringen. Ja, Sydney wurde bester Spieler und Torschützenkönig beim Edi Geller Cup, ja, aber das ist heute eine andere Nummer. Ich sage aber, wenn Sydney einen sehr, sehr guten Tag hat und keine Hacken und sowas probiert, sondern einfach das macht, was er sehr gut kann, das kann er zwar auch mit der Hacke, aber ein bisschen schnörkelloser, dann könnte er heute auch auf jeden Fall sehr, sehr gut sein. Die Fans können natürlich nochmal einen Faktor ausmachen, dass sie uns pushen bei guten Aktionen. Deswegen können die uns schon helfen, hier ein bisschen mehr mitzuhalten auf jeden Fall. Ich habe natürlich versucht, viel zu dirigieren von hinten. Versucht, dass wir kompakt stehen bleiben mit Anweisungen. Das hat auch eigentlich ganz gut geklappt am Anfang, aber durch individuelle Fehler leider die Tore kassiert. Und dann ist es gegen so einen Gegner schwer natürlich auch, sage ich mal, die Kompaktheit zu halten auf Dauer. Ich denke, das 1-0 hat ein bisschen das Genick gebracht von D-Day. Da hat Sydney aber ein schönes Tor gemacht von der Mittellinie. Haben wir das 3-1 geschossen, da war es eigentlich schon aus. Wir haben 2-5 verloren, aber es ist trotzdem okay gewesen. Also es ist ja so, dass wir von vornherein erstmal tief gestapelt haben. Normalerweise gegen eine Oberligamannschaft, wenn du nicht mit mindestens 6 Tonnen Unterschied gewinnst, dann ist es schon ein Erfolg. Also von daher ist schon okay gewesen. Sie hätten auch höher gewinnen können, wenn sie ordentlich zu Ende gespielt hätten. Wir hatten da jetzt nicht so viel Möglichkeit, muss man halt ehrlich sagen. Nach dem Tor von Sydney habe ich mir gedacht, das ist so ein Multitalent einfach. Also der Junge, der hat so eine individuelle Klasse, so technisch talentiert und das sieht man immer wieder aufblitzen. Das sind so Tore, die macht nur er hier. Deswegen echt bin ich froh, dass er bei uns in der Mannschaft spielt.